Hey ho Leute, ich bin's mal wieder, euer Brownie und ich spiele Limbo. Limbo, 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 ja, und ich freue mich richtig heftig gerade, weil Limbo ein geiles Spiel ist. Limbo, 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 Limbo. Es ist seit 2. August draußen, wir haben heute den 4. August. Eigentlich wollte ich es mir gleich am 2. bestellen. Allerdings hat das Steam ein bisschen rumgespackt. Und also, dass man es irgendwie nicht bestellen konnte. Aber jetzt habe ich's. Und ich kann endlich Limbo spielen. Und da hinten leuchtet irgendwas auf. Was ist das? Errungen. Falsche Richtung. Okay. Okay, ich habe gleich mal meine erste Errungenschaft. Ich glaube, das ist die Mission aus der Demo. Die habe ich schon gezockt. Ich weiß noch ziemlich, das war ziemlich lang her schon, bei einem Kumpel auf seiner Xbox, hat er die Demo runtergeladen, meinte so, ey, das ist voll das geile Spiel. Ich dachte erst so, hä? Was laberst du mich jetzt zu? Das ist doch übel scheiße und so. Aber ich muss echt sagen, ein geiles Game, ey. Echt, ohne Spaß. Ich habe mir seit, keine Ahnung, seit gestern oder vorgestern, wo ich mir eben bestellen wollte, gleich die Demo geladen. Und ja, und da habe ich es mir gleich gekauft, weil es einfach nur geil ist. Und ja, das war's eigentlich schon soweit. Wer Limbo nicht kennt, das ist so ein kleiner, süßer Mensch hier. Kleiner, süßer Junge. Der ist irgendwie auf der Suche nach seiner Schwester oder so. Ja, keine Garantie, dass es jetzt richtig ist. Ich glaube es zumindest, er sucht irgendwie so seine Schwester oder irgendwie so. Und ja. Ein richtig geiles Spiel. Also so müssen Spiele echt in Zukunft auch werden, muss ich echt sagen. Und ich verstehe nicht, warum die so lange gebraucht haben, um das auf PC rauszubringen. Aber gut. Ich nehme jetzt mit konstanten 30 FPS auf. Ich hoffe, das reicht für das Spiel. Aber ich denke schon. Und ja, wie das mit Mikrofon, Lautstärke und alles ist, muss ich dann mal gucken. Ich nehme jetzt einfach mal pauschal auf. Weil hier kann man auch, wie ihr seht, einfach nichts einstellen weiter. Ist auch mal lustig. Also Sound nicht einstellen, gar nichts einstellen. Aber gut, das kenne ich noch alles aus der Demo. Also von daher, ich glaube zumindest, dass es irgendwie so ging. Spring doch. So jetzt. Bam, bam, bam. Ja, mal sehen, wie lange ich das so durchhalten werde. Mit der Demo. Was labere ich mit der Demo, mit dem Spiel meine ich? Also es kann sein, dass ich an manchen Stellen wahrscheinlich zu blöd bin, um das zu lösen. Aber das werden wir dann schon sehen. Ich bin ein kleiner Junge und da stehen Fallen und ich glaube, ich muss sie auseinanderziehen. Ja, ich bin richtig happy, dass ich das Spiel jetzt endlich habe. Für 10 Euro, ey, kann man echt nicht sagen. Ein geiles Spiel. Bam, bam, bam. Und ich hoffe doch, dass es auch ziemlich lange hält. Ah ja, das kenne ich auch noch. Zack. Die Falle drunter stellen. Ups. Und dann drauf hüpfen. Yes. Ja, und jetzt? Wie war das nochmal? Schaukeln. Schaukeln. Huh. Ah, toll. Mega Fail des Jahres. Oh. Das war ziemlich knapp. Ja, man steuert hier also nur mit den Pfeiltasten und String für Aktionen. Da kann ich jetzt einfach rüberhoppen. Ach ja. Toll. Und ja, ich mache dann geile Color Correction dann drauf. Nee, Spaß. Also nach oben, also Pfeiltaste nach oben ist springen, dann links und rechts laufen und eben CTR String String STRG ist einfach, oh shit, 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 shit. Damn. Er ist einfach Aktionen, also sowas wie greifen und alles oder nehmen oder keine Ahnung was. Bam. Also echt sagen top, ein geiles Spiel. Mega Hammer. Obwohl ich nur die Demo gespielt habe, aber naja. Ich glaube, jetzt muss ich hier hochgehen.
Bin mir aber nicht ganz sicher. Ah ja, doch. Na komm schon her. Dun, 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 dun. Die Geräusche sind auch geil gemacht, fällt mir gerade auf. Also da kann sich manche Shooter schon ziemlich was abschneiden. Aber ich gehe mir lieber ganz unten hin. So. Und springe um dein Leben. Bam. Bam. Oh. Das war ziemlich knapp. Die Steuerung ist ein bisschen ungewöhnlich. Oder was ist ungewöhnlich halt? Ich muss mich auf jeden Fall erstmal dran gewöhnen. Zack. Jetzt der Baumstamm im Wasser. Oh shit, was mache ich? Okay. Naja, wohin? Autsch. Ja, okay. Ich weiß noch, in der Demo bin ich einfach von oben runtergesprungen und war dann erstmal tot. Ach, das Ding brauche ich gar nicht. Ah, nee, stopp. Anschieben. Und draufhüpfen. Und springen. Fail. Schade. Hätte ja klappen können. Dann einfach nochmal. Zack, zack, zack. Anschieben. Und drauf. So, jetzt sind aber. Und gleich kommt die miese Spinne. Glaube ich. Glaube ich. Globsch. Ja. Hier oben ist schon die Falle. Und hier kommt die Megaspinne. Die einen wohl noch öfters verfolgen wird in dem Game. Hey, hey, hey. Nicht so aggressiv. Jetzt muss ich erstmal die Falle runter tun. Nein, sie ist noch nicht unten. Durch das Beben der Erde. Jetzt. Ja. Ich gehe erstmal lieber auf die andere Seite. Zack. Ein kleiner, kleiner Junge. Dun, 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 dun. Los. Und ich musste jetzt die Beine abhacken. Einen nach dem anderen. Haha. Oh oh. Oh 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 oh. So komm. Los Spinne, verpiss dich. Arsch. Okay, jetzt können wir weitergehen. Ah, eine verdammt riesige Spinne fällt mir gerade auf. Egal. War das auch noch in der Demo? Ich weiß gar nicht. Entschuldigung. Ah ja, doch, das war auch in der Demo. Ich glaube, hier hat die Demo jetzt aufgehört. Jetzt kommt nämlich die Spinne. Und ich kann mich hier nicht bewegen. Oh, nein, tu das nicht. Ja, es sieht auch mal lustig aus, wie der da weggehen will. Wuppa, wuppa, wuppa. Zack. Zack, zack, zack. Oh, die Spinne hat mich. Nein. Und sie wickelt mich einfach mal ein. Was geht ab?